Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich mit Ihnen ein Thema besprechen, was glücklicherweise nur relativ wenige Patienten betrifft. Das Osteosarkom bzw. die Diagnostik und Therapie des Osteosarkomes. Das Klinikum der LU München bzw. der Campus Großhadern liegt, wie Sie hier sehen, am westlichen Ortsrand von München, ist ein relativ großes Universitätsklinikum mit allen Einheiten, die für die Versorgung der Tumorpatienten, insbesondere der Sarkompatienten, notwendig sind. Wir in der Tumororthopädie der orthopädischen Klinik machen etwa 700 operative Eingriffe pro Jahr, sind damit sicher eines der größten Zentren in Deutschland. Was ist nun das Osteosarkom? Das Osteosarkom ist ein maligner, bösartiger, mesenchymaler Tumor. Mesenchymal im Unterschied zu den Karzinomen, die epithelialer Natur sind. Das heißt, das Osteosarkom produziert in erster Linie Bindegewebe, hier vor allem eben Knochen. Deshalb Osteosarkom. Der Knochen ist, wie Sie hier sehen, nicht schöner strukturierter Knochen, sondern in der Regel wilder, undifferenzierter Knochen, der sich nicht mit den typischen Knochen, wie Sie ihn sonst kennen, vergleichen lässt. Zusätzlich eben noch größere Mengen an weiteren Weichgewebe, auf das wir aber noch näher eingehen werden. Es gibt nicht das Osteosarkom. Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Subtypen des Osteosarkomes. Wenn Sie sich das so anschauen, man sollte sich die ersten drei oben merken. Das sind die häufigsten, die stellen etwa 90% aller Osteosarkom-Patienten. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben maximal etwa 180 Neuerkrankungen pro Jahr in der Bundesrepublik. Das heißt, alle Fälle aus den Entitäten weiter unten sind hochgradig selten und sind deshalb auch im Weiteren nicht so relevant. Trotzdem möchte ich darauf eingehen, weil sie doch einige Besonderheiten aufweisen. Das typische Erkrankungsalter der Patienten ist im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt. Klassisches Erkrankungsalter wäre zwischen 15 und 25 Jahren. Das ist das Typische. Aber Sie sehen, im Prinzip verteilt sich das über die gesamte Lebenszeit. Sie sehen auch, das hat einen zweiten Gipfel im höheren Lebensalter. Das sind die sogenannten sekundären Osteosarkome, auf die wir ebenfalls noch näher eingehen werden. Die Lokalisation ist so, dass insbesondere die untere Extremität rund ums Kniegelenk am stärksten betroffen ist. Gerade das distale Femur, also der untere Oberschenkelabschnitt, ist der häufigste betroffene Knochenabschnitt beim Osteosarkom. Aber daneben auch proximales Femur, proximaler Humerus, klassische Lokalisation. Ansonsten kann aber natürlich jeder Knochen betroffen sein. Wieso ist das so? Dort an diesen Stellen haben wir bei jungen Menschen Wachstumsfugen, also sich teilende Zellen, die Knochen produzieren. Und diese Wachstumsfugen produzieren typischerweise mengenmäßig am meisten Knochen am distalen Femur. Deshalb ist das distale Femur die häufigste Tumorlokalisation für das Osteosarkom. Ganz einfach zu erklären. Wenn Sie ein Osteosarkom im Röntgenbild sehen, fällt sofort auf, es sieht bösartig aus. Woran können Sie das festmachen? Es gibt einige typische radiologische Zeichen, wie zum Beispiel das Kautmann-Dreieck, diese zwiebelschalenartige Ausbreitung am Rand des Periostes, die durch immer wieder verkaltende periostale Knochenlamellen entsteht. Dann natürlich die Spikulettbildung, die ähnlich wie Sunburst von den Seiten abstrahlen und dann alle anderen Varianten der Knochendestruktion bis hin zur Mottenfraßdestruktion. Sie sehen auf der anderen Seite ein klassisches Beispiel, wo Sie das natürlich genauso nachvollziehen können. Nicht vergessen dürfen Sie jedoch auch beim Osteosarkom den oft beträchtlichen Weichteilanteil. Sie sehen das hier, der Weichteilanteil wird im Röntgenbild oft unterschätzt. Beginnen wir mit dem typischen, mit dem konventionellen Osteosarkom. Prinzipiell gibt es drei Formen. Es kann chondroblastisch, fibroblastisch und osteoblastisch sein. Je nachdem, ob außer Knochen auch noch vermehrt einfaches Bindegewebe, fibroblastisch, oder Knorpelgewebe chondroblastisch gebildet wird. Sie sehen die Verteilung. Das häufigste Osteosarkom ist tatsächlich das osteoblastische Osteosarkom. Hier ein Beispiel, ein junger Mann, der aus den baltischen Staaten zu uns kam, mit der Frage, ob man eine Amputation bei diesem Osteosarkom vermeiden könnte. Und Sie sehen, dass der Tumor im Bereich hinten in der Poplitea, in der Kniekehle, alle Gefäße und Nerven einschneidet.
und damit auch für uns ein Extremitätenerhalt nicht möglich war. Ein weiterer Fall hier bei einer jungen Arzthelferin. Sie sehen das Osteosakrum im Bereich des proximalen Humerus, ganz links vor der Chemotherapie. In der Mitte sehen Sie schon, hat die Chemotherapie gegriffen. Das Bild ist sehr viel ruhiger. Sie sehen zwar immer noch die osteoblastischen Herde, aber es ist deutlich abgegrenzter als in dem Vorbefund. Der Weichteilanteil auch hier ist beträchtlich. Sie sehen es am Foto und auch am MRT. Sie sehen die damals noch durchgeführte Inzisionsbiopsienarbe. Heute machen wir das wesentlich eleganter mit einer kleinen Stanzbiopsie. Nach der Chemotherapie erfolgte die Resektion und die Rekonstruktion hier mit einer Isoelastik, einer Kunststoffprothese, die damals weit verbreitet war. Heute würden wir eher Prothesen aus Titan oder aus Metalllegierungen einsetzen, im Wesentlichen Titan. Das ist ein leichtes Material, was sich für die Tumorendoprothetik natürlich anbietet. Die Funktion bei der jungen Frau, Sie sehen es, wirkt gar nicht so schlecht, ist es aber definitiv nicht. Die schulterumgreifende Muskulatur musste entfernt werden, auch die Nerven, die diese versorgen, sind entfernt worden. Die Patientin versucht mit der rechten Hand die linke hochzuheben. Das ist natürlich ein bisschen gemogelt, weil sie einfach mit der rechten die linke hochhebt. Für ihr tägliches Leben ist das der linke Arm, der nicht dominante Arm, ist das aber nicht so relevant. Die Patientin ist seit mehr als 10 Jahren tumorfrei. Ein weiterer Fall ist diese Patientin mit einem klassischen konventionellen Osteosarkom der proximalen Tibia, also des Unterschenkels. Auch hier die Resektion und Rekonstruktion mit einer Tumorprothese. Sie sehen es auf den linken Bildern. Rechts sehen Sie den Verlauf. Die Prothese hatte sich leider infiziert. Die Patienten, das wissen Sie, bekommen eine Chemotherapie. Unter Chemotherapie ist das Immunsystem supprimiert, das heißt, das Risiko einer Infektion ist deutlich erhöht und gerade wenn wir große Prothesen einbauen, müssen wir immer mit einer Infektion in bis zu 10% der Fälle rechnen. Dann versuchen wir erst einmal die klassische Therapie zu Ende zu bringen, das heißt die Chemotherapie zu Ende zu bringen, die Prothese vielleicht vorher auszubauen und dann durch Prothesenwechsel eine Keimfreiheit zu erzielen. Das gelingt nicht immer und bei dieser Patientin mussten wir zum Beispiel eine Gelenkversteifung auch durch eine Prothese durchführen. Diese hatte sich im weiteren Verlauf erneut infiziert und das Ganze endete letztlich in einer Oberschenkelamputation. Bei diesem jungen Mann, der als Heizungsbauer relativ kräftig arbeiten musste, hatten wir das Osteosarkom im Bereich des Unterarmes entfernt, reseziert. Und Sie sehen, wir haben eine Gelenkversteifung durchgeführt. Diese Gelenkversteifung erlaubt es, den Patienten wieder kräftig zuzugreifen, weil es keine Prothesenteile gibt, die in irgendeiner Weise geschont werden müssen. Das heißt, der Patient konnte in seinem Beruf als Heizungsbauer weiterarbeiten. Was natürlich für den jungen Mann ein großer Vorteil war. Die Feinmotorik leidet bei diesen Arthrodesen, gerade im Handbereich etwas, aber insgesamt war der Patient damit so mobil, dass die berufliche Orientierung kein Problem war. Ein weiteres Beispiel ist dieses Osteosarkom, ein sogenannter chondroblastischer Subtyp. Wir sehen hier einen Tumor, der kaum Knochen produziert, etwas muss er produzieren, sonst wäre es kein Osteosarkom. Aber im Wesentlichen, und das sehen Sie den Bildern eben nicht an, chondroides Material. Ein relativ ausgedehnter Befund im Bereich des unteren Oberschenkels. Die Versorgung erfolgte hier nach der Chemotherapie durch eine Tumorprothese. Ein weiteres Beispiel eines chondroblastischen Osteosarkomes ist dieser Patient, ein 36, 35 Jahre alter junger Mann, mit einem ausgedehnten chondroblastischen Tumor im Bereich des linken Beckens. Gerade chondroblastische Osteosarkome können relativ groß werden, sprechen typischerweise auch nicht ganz so gut auf die Neoadjuvante, also die vor einer Operation erfolgende Chemotherapie an. Sie sehen diesen ausgedehnten Befund und Sie sehen auch hier, wenn Sie genau hinsehen, einen weiteren Herd links von der Wirbelsäule. Und dieser Herd ist ein großer Tumorthrombus im Bereich der großen unteren Hohlvene gewesen, der sich auch über die weiteren Hohlvenen im Becken links entlang zog, sodass hier eine komplette Resektion auch des Hohlvenensystems durchgeführt werden musste. Ein klassischer Fall bei einem chondroblastischen Osteosarkom des Beckens. Muss man daran denken, diese chondroblastischen Osteosarkome des Beckens gehen häufig in den Tumor sozusagen versorgende Venen hinein.
Ein weiteres Beispiel eines Osteosarkoms, diesmal eines fibroblastischen Osteosarkoms, ist dieser Tumor bei einer jungen Frau. Wenn Sie das Röntgenbild ansehen, sage ich immer meinen Studenten, wissen Sie überhaupt nicht, womit Sie es zu tun haben. Sie sagen zwar, das sieht bösartig aus, aber Sie sehen keine eigentliche Knochenproduktion. Der Tumor ist im Wesentlichen fibroblastisch. Das heißt, Sie haben große Osteolysen, große Knochendestruktionen, aber Sie sehen keine Knochenproduktion. Auch im CT-Bild, was hier eingeschnitten ist, können Sie keine Matrixproduktion, kein Osteoid erkennen. Die Diagnose stellt wie immer der Pathologe, der Ihnen dann an einigen Stellen eine Knochenproduktion nachweist und damit bekommt der Tumor seinen Namen und wird automatisch primär einmal mit einer Chemotherapie behandelt. Hier auch Resektion und Implantation einer Tumorprothese. Tumorprothesen, haben Sie offensichtlich mittlerweile gesehen, sind eine relativ häufige Versorgungsvariante, wenn große gelenktragende Anteile des Körpers ersetzt werden müssen. Das geht auch schon bei Kindern, hier mit sogenannten Wachstumsprothesen. Das sind Prothesen, die sich durch einen kleinen eingebauten Motor verlängern lassen. Allerdings ist immer die Frage, ob man tatsächlich einem jungen Kind eine solche große Prothese einsetzt. Die Energie für diesen Motor wird über ein kleines Kästchen eingestrahlt, was man von außen auf die Haut legt, an der Stelle, an der man unter die Haut subkutan die Aufnehmerspule platziert hat. Die Problematik sind gerade bei Kindern natürlich diese großen Metallteile mit der schlechten Weichteildeckung. Sie sehen hier ein typisches Beispiel. Vergleichen Sie einmal die Größe, die schiere Größe dieser Prothese im Vergleich zur Gesamtgröße des Patienten, zur unteren Extremität, die Sie hier sehen. Das ist ein erheblicher Prozentanteil der unteren Extremität, der hier durch Metall ersetzt wurde. Und entsprechend, gerade im Zusammenhang mit der Chemotherapie, kommt es hier dann doch etwas häufiger zur Infektion mit all den Problemen, das heißt Ausbau, Einbau eines Spacers, der antibiotikahaltig ist, um die Infektion in den Griff zu bekommen. Und wenn das gelingt, ist es gut, dann kann man eine neue Prothese einsetzen. Wenn das nicht gelingt, muss man Alternativen suchen. In diesem Fall die sogenannte Umkehrplastik, bei der der Unterschenkel mit dem Fuß nach hinten an den Oberschenkel gesetzt wird. Diese Operationsmethode hat gegenüber einer einfachen Amputation den großen Vorteil, dass der Fuß als Kniegelenk wirken kann und damit natürlich die Funktionalität des Patienten um einiges besser ist als bei einer einfachen Oberschenkelamputation. Am Becken, Sie haben das Beispiel vorhin schon gesehen, ist die Resektion immer schwierig, weil sehr viele wichtige Organe in unmittelbarer Nachbarschaft liegen. Auch hier ein chondroblastisches Osteosarkom und Sie sehen hier an einer Stelle auch eine Invasion einer großen Vene. Zusammen mit den Kollegen der Viszeralchirurgie haben wir identisch wie den letzten Fall auch bei diesen Patienten die Resektion durchgeführt und die Rekonstruktion dann mit einem Wadenbeintransplantat. Sie sehen, wir haben den Beckenring wieder geschlossen durch ein Wadenbeintransplantat, was im Laufe der Jahre eingewachsen ist. Und das funktionelle Ergebnis, Sie sehen das hier bei dem jungen Mann, ist offensichtlich gar nicht so schlecht. Das heißt, hier läuft er an einer Krücke, er kann sich sportlich belasten, er hat ja keine Prothese drinnen, die in irgendeiner Weise sich lockern könnte, brechen könnte, sich infizieren könnte. Ist das einmal fest, bleibt das fest. Und es geht offensichtlich auch ohne Gehstütze, zumindest für die klassischen Wege dieses Patienten, wenn er längere Strecken geht, beziehungsweise wenn er wandern geht, dann wird das natürlich problematischer und dann wird er zu einer Gehstütze greifen. Eine weitere Möglichkeit der Rekonstruktion zeige ich Ihnen bei diesem Osteosarkom, bei einem mittelalten Mann aus meiner Perspektive, etwa 50 Jahre alt. Sie sehen das Osteosarkom im Bereich des mittleren Unterschenkels gelegen, ein relativ großer, langstreckiger Tumor. Was haben wir gemacht? Wir haben das Osteosarkom erst einmal entfernt. Sie sehen ein Loch. Dort, wo der Knochen früher saß, haben Sie jetzt einen Defekt. In diesem Defekt haben wir nun das Wadenbein von der gleichen Seite, Gefäß gestielt, hineingesteckt. Das heißt, die Gefäßversorgung blieb erhalten. Dann wurde das entfernte Material, das heißt der tumortragende Knochen, zu den Kollegen der Strahlentherapie gegeben. Die Kollegen der Strahlentherapie haben ihn sterilisiert, zumindest was humane Zellen angeht. Keine humane Zelle, keine insbesondere Tumorzelle wird diese
hochdosierte Bestrahlung, die wir während der Operation durchgeführt haben, überleben. Das Explantat wird dazu steril eingepackt, verlässt den Operationsraum, geht zu den Kollegen der Strahlentherapie, wird bestrahlt und kommt nach etwa einer Dreiviertelstunde wieder zurück. Dann machen wir einen Schlitz hinein, um es über das Wadenbein zu schieben. Sie sehen das hier. Und da es ja nun totes Gewebe ist, müssen wir es besonders gut sichern, das heißt eine ausgedehnte Osteosynthese hier mit zwei Platten durchführen. Dazu natürlich die Weichteildeckung, hier typischerweise ein Gastrocnemius-Lappen vom gleichen Unterschenkel, das geht relativ schnell, und eine Spalthauttransplantation. Sie sehen das Ergebnis bei der Entlassung und kurz nach der Entlassung bereits hier auf der rechten Seite eine sehr, sehr gute Funktion. Das linke Röntgenbild zeigt Ihnen den Befund einige Jahre später mit dem gut eingewachsenen Transplantat. Die eingebrachte autologe Fibula wird größer, die wächst mit sozusagen, verbreitert sich, nimmt Last auf, während das äußere tote Material, ausbestrahlte Knochengewebe zunehmend vom Körper abgebaut wird. Das heißt, eine ideale Kombination von den Kollegen Manfrini aus Bologna entwickelt. Gleiches Verfahren bei einem offensichtlich jungen Mann, 12 Jahre alt, ein Osteosarkom am distalen Femur, die klassische Lokalisation. Der große Vorteil hier, die Wachstumsfuge ist nicht betroffen. Sie sehen das am MRT, die Wachstumsfuge ist frei, ein diaphyserer Tumor. Hier kann man sehr gut das Segment resezieren und identisch, wie ich Ihnen das vorhin beschrieben habe, auch hier die Kombination aus einem Wadenbein, diesmal nicht gefäßgestielt, und dem strahlensterilisierten Replantat und einer großen Platte. Das Ergebnis ist hervorragend. Der Tumor ist tot, Patient ist tumorfrei und das Transplantat ist ausgesprochen gut eingewachsen. Ein Problem ist die Länge. Sie sehen, die Wachstumsfuge ist ja entfernt worden, schon aus tumor-onkologischen Gründen. Das heißt, das betroffene Bein verliert hier einen großen Teil seines Wachstums. Das muss man berücksichtigen, und wenn die Wachstumsdifferenz nach Ende der Chemotherapie, nach Abschluss aller anderen Behandlungen dann so signifikant ist, wir sagen typischerweise einen Zentimeter, kann man auf der Gegenseite die Wachstumsfugen klammern und eine größere Längendifferenz so vermeiden. Auch das wurde bei diesem jungen Mann durchgeführt. Ein weiterer Subtyp, hochgradig selten, ist das intrakortikale Osteosarkom. Ich zeige Ihnen hier Bilder aus einem sehr schönen Lehrbuch. Sie sehen hier diesen Tumor in der Kortikalis, in der äußeren harten Knochenschale wachsen, sehr selten und kann übersehen werden bzw. mit anderen Tumoren verwechselt werden. Ein weiterer Subtyp, auch relativ selten, ist das teleangiektatische Osteosarkom. Wieso heißt das so? Ich zeige Ihnen das an diesem Beispiel. Das ist ein junger Mann, der merkte eine zunehmende Schwellung am rechten Oberarm. Und Sie sehen, dass dieser Tumor nicht nur den Knochen betrifft, sondern insbesondere auch einen relativ großen Weichteilanteil macht. Und hier im Weichteil sehen Sie mit Blut gefüllte Zysten, teleangiektatisch, mit Blut gefüllte Zysten, die den Tumor eben den Namen gegeben haben. Hier nach der Chemotherapie die Resektion und die Rekonstruktion durch ein nicht gefäßgestähltes Wadenbeintransplantat mit einer zusätzlichen Langplatte und einer recht guten Funktion. Ein weiteres Beispiel, ein extremes Beispiel eines teleangiektatischen Osteosarkoms sehen Sie bei dieser jungen Frau. Sie sehen im mittleren Bild ganz, ganz viele Zysten, und in den Zysten sehen Sie einen Spiegel. Das heißt, die Patientin liegt ja für das MRT auf dem Rücken. Und Sie sehen unten den Blutspiegel, und das sind die Erythrozyten, die sich abgesetzt haben, und oben drüber das Blutserum. Und da das viele Zysten sind ineinander gekammert, haben Sie diesen Seifenblaseneffekt. Das ist ein sehr destruktiver Tumor, teleangiektatisches Osteosarkom, den Sie keineswegs mit einer aneurysmalen Knochenzyste verwechseln dürfen. Eine Differentialdiagnose, die wir immer bei diesen gutartigen, aber auch teilweise sehr aggressiv wachsenden aneurysmalen Knochenzysten achten müssen. Ansonsten wird der Tumor exakt genauso behandelt wie andere Osteosarkome auch. Das kleinzellige Osteosarkom ist wiederum ein Tumor, der so selten ist, dass ich persönlich noch keinen gesehen habe. Nomen ist Omen, das heißt histologisch wirkt er als relativ kleinzelliger Tumor, der eben aber auch Osteoid produziert und eindeutig mesenchymalen Ursprungs ist.
Häufiger wiederum und auch relativ problematisch in der Diagnostik ist das niedrigmaligne zentrale Osteosarkom. Sie sehen hier am Beispiel dieses Lehrbuchbildes bzw. aus dem Bild der WHO entnommen einen langsam wachsenden Tumor, der so langsam wächst, dass man ihn häufig mit gutartigen Läsionen des Knochens verwechseln kann. Dieser Tumor ist trotzdem ein klassisches Osteosarkom. Dies führt dazu, wie bei dieser Patientin, dass oft eine Reihe von Operationen unternommen wird, ohne den Tumor zu diagnostizieren und dass dann Tumorgewebe weit gestreut wird. Der ursprüngliche Tumor saß am Unterschenkel und Sie sehen, dass mittlerweile sogar der Fuß betroffen ist. Ein relativ unschöner Verlauf, der bei diesem Tumor aber immer wieder vorkommt. In dem Bereich der weniger häufigen Tumore oder im Bereich der weniger häufigen Osteosarkome zählt auch das paraostale und periostale Osteosarkom. Ein klassischer Befund ist hier bei dieser Patientin zu sehen. Sie sehen am Oberschenkelknochen hinten gelegen eine Art blumenkohlartigen Auswuchs. Wenn Sie das zum ersten Mal sehen und ein bisschen erfahren sind bei den Knochentumoren, würden Sie sagen, das sieht aus wie eine harnlose Exostose, wie sie viele Kinder ja auch haben. Das ist es aber nicht. Sie sehen, dass dieser Tumor auf dem Periost, auf der Knochenhaut sitzt. Es besteht keine Verbindung ins Knochenmark. Bei einem klassischen exostotischen Tumor, also einer kartilaginären Exostose, hätten Sie das. Sie sehen zwar auch hier auf dem Knochenstiel eine breite Knorpelkappe, aber es fehlt die Verbindung in den Markraum. Und dieser Befund ist der klassische Befund eines paraostealen Osteosarkoms. Diese Osteosarkom-Variante ist relativ niedrig malign, also wenig bösartig, benötigt auch deshalb keine Chemotherapie. In dem Fall haben wir den Tumor reseziert mit den tragenden Knochenanteilen, haben das sterilisiert, wieder durch eine Strahlentherapie, zumindest was humane Zellen angeht. Bakterien können Sie mit einer so niedrig dosierten Strahlentherapie nicht erreichen. Und haben entsprechend dann wieder die Rekonstruktion mit relativ viel Metall im Sinne einer Osteosynthese mit einem Nagel und einer Platte durchgeführt. Wenn man Glück hat und dieser Tumor liegt relativ günstig, dann braucht man auch nicht den gesamten Knochen oder das gesamte Gelenk zu resezieren, sondern dann reicht es aus, hier einen Teil zu entfernen. Hier haben wir zum Beispiel das vordere Ende der proximalen Tibia entfernt, also des oberen Unterschenkels und mit einem Stück Wadenbein ersetzt. Und Sie sehen das Ergebnis, das sieht sehr schön, dort wo ursprünglich der Tumor war, Sie sehen es noch auf dem rechten MRT-Bild, ist ein Loch, ein Defekt, den wir durch dieses Wadenbeintransplantat aufgefüllt haben und den Ansatz der Patellasehne, der Kniescheibensehne, haben wir wieder hintransplantiert. In diesem Bereich, manchmal sehr schwer zu differenzieren, zählt auch das periosteale Osteosarkom. Sie sehen, dass in der reinen Lehre natürlich eine Differenzierung zwischen periostal und paraostal vorgenommen wird. Das periostale wächst eher flächig. Im Einzelfall kann das aber sehr schwierig zu unterscheiden sein, hat letztlich keine große Konsequenz. Man muss sich aber nur immer über die Frage einer Chemotherapie unterhalten. Und da ist sicher das individuelle Grading, also der individuelle Grad der Bösartigkeit dieser Läsionen, von wesentlicher Bedeutung. Sie sehen hier mal ein aufgeschnittenes Präparat aus einem Lehrbuch, hat einen gewissen ästhetischen Reiz, aber haben möchte man den Tumor natürlich nicht. Ein Beispiel bei dieser Patientin aus Russland, Sie sehen diesen großen Tumor im Bereich des Oberschenkels, auch hier die Resektion, die Strahlensterilisation des Explantates und die Replantation zusammen mit einem Wadenbeintransplantat. Das Problem dieses Tumors ist, er wächst auch sehr langsam. Ein Beispiel hier, eine 73-jährige Patientin. Sie sehen, innen der Knochen scheint komplett in Ordnung zu sein. Alles spielt sich auf der Oberfläche ab. Und der Befund täuscht, wenn man es nicht kennt, unter Umständen eine Myositis ossificans, eine Verknöcherung der angrenzenden Weichteile an einem Knochen vor. Und auch bei dieser Patientin wurde anfänglich daran gedacht. Und dann wuchs das, dann hatte man der Patientin doch dringend angeraten, sich weiter abklären zu lassen. Sie wollte das aber nicht und Sie sehen, das ist jetzt Juni 2013. Und sie kam dann knapp 3 Jahre später und Sie sehen, wie groß das mittlerweile gewachsen ist. Das ist definitiv
keine Myositis ossificans, sondern das ist ein klassisches periostales Osteosarkom. Da mittlerweile sämtliche Gefäße und Nerven von diesem Tumor erreicht und teilweise eingewachsen waren, blieb nichts anderes übrig, als eine proximale Oberschenkelamputation durchzuführen. Sie sehen hier noch einmal, wie der Tumor anfänglich außen auf den Knochen, teilweise bis ganz um den Knochen herum wächst. Später wächst er dann auch, und das sehen Sie an einer Ecke hier links oben, so bei 11 Uhr schon, in den Knochen hinein. Ein weiterer Tumor, der sehr selten ist, eine weitere Variante des Osteosarkoms, ist das Oberflächenosteosarkom von hohem Malignitätsgrad, nur deskriptiv beschrieben. Es gibt es, es ist aber so selten, dass man letztlich ganz wenige Patienten sieht und dass es auch keine Besonderheit in der Behandlung darstellt. Es wird wie ein klassisches Osteosarkom behandelt. Ein Wort nun noch zu den sogenannten sekundären Osteosarkomen. Sekundär heißt, es muss etwas Primäres dort vorhanden gewesen sein. Was kann das sein? Beispiel dieser ältere Herr mit einem Morbus Paget, einer letztlich nicht klar einzuschätzenden, aber gutartigen Erkrankung, bei der es lokal an einer Stelle des Knochens zu einer massiven Steigerung des An- und Abbaus des Knochens kommt. Das kann man heute sehr gut mit den sogenannten Bisphosphonaten behandeln, war früher bis in die 80er, frühe 90er Jahre hinein, aber nicht so einfach behandelbar. Und diese Patienten haben durch den hohen lokalen Umsatz an Knochen auf die Dauer ein Risiko einer bösartigen Entartung. Und Sie sehen, dass es hier zu einem Osteosarkom gekommen ist, mit sogar einem Bruch des Knochens. Sie sehen die Operationsmethode, die wir durchgeführt haben, reseziert, eine Tumorprothese eingesetzt. Sie sehen nochmal auf der rechten Seite, sehr schön, diesen Paget-Knochen. Die harte äußere Knochenschale ist letztlich zu einer Art Spondose, also zu inneren schwammartigen Knochen umgebaut, sehr stark durchblutet, und auf dem Boden dieser Läsion bildet sich eben das Osteosarkom heraus. Ein klassisches sekundäres Osteosarkom kann auch entstehen lange nach einer Bestrahlung, zum Beispiel 20 Jahre nach einer Bestrahlung des Beckens, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel bei einem Karzinom im weiblichen Genitaltrakt, was 20 Jahre später dann ein Osteosarkom vielleicht im Kreuzbeinbereich nach sich zieht. Das Problem in der Behandlung dieser Patienten ist, dass wir es häufiger mit älteren Patienten zu tun haben, die seitens der Chemotherapie nicht mehr in der Lage sind, anders als die Jungen mit gutem Knochenmark, die hohen Dosen, die wir eigentlich benötigen, zu verkraften. Entsprechend ist die Prognose dieser Patienten und Patienten auch deutlich schlechter als jene bei dem primären Osteosarkom in jüngeren Lebensalter. Wo liegt das Problem? Sie haben den Eindruck, lokal bekommen wir das Osteosarkom relativ gut in den Griff. Das ist auch so. Das Problem liegt eigentlich in der Metastasierung. Das Osteosarkom ist ein typischer Tumor, der sehr gerne und sehr früh metastasiert. Im Prinzip in jegliches andere Gewebe, typisch ist aber die Lunge, aber auch der Knochen, wie Sie es am Beispiel hier mit dem MRT sehen. Wie sieht nun die Behandlung aus? Die Behandlung ist eine ganz klassische Kombinationstherapie, ein interdisziplinäres Vorgehen. Wir beginnen mit einer Chemotherapie, dann folgt das lokale Verfahren, typischerweise die Resektion des Tumors, und dann noch einmal eine Chemotherapie. Wieso ist das so? Viele Patienten, die wir betreuen, sagen, naja, sie haben mich jetzt untersucht oder unser Kind untersucht, nach bestem Wissen und Gewissen, keine Metastasierung, Gott sei Dank, gefunden. Wieso machen Sie jetzt eine Chemotherapie, die ja immerhin über 9 Monate, 10 Monate geht? Und der Grund ist ganz klar historisch zu begründen. Hier sehen Sie Überlebenskurven von Patienten aus der Literatur, aus den Jahren nach dem Krieg bis in die 70er, 80er Jahre hinein. Und Sie sehen, diese Patienten sind fast alle gestorben. Das Osteosarkom, auch wenn es nur an einer Stelle, nur am, was weiß ich, Zeigefinger lokalisiert ist, hat es ein so hohes Potenzial, Metastasen zu setzen, die Sie gar nicht erkennen bei der primären Diagnose. Die sind so klein, einzelne Zellen, dass sie in unserer Bildgebung nicht erfasst werden, dass sie aber, wenn Sie abwarten und nur den lokalen Tumor entfernen, aufkommen und dann letztlich die Prognose des Patienten bestimmen. Deshalb ist es wichtig, die Chemotherapie durchzuführen. Deshalb ist es auch wichtig, die Chemotherapie nach Resektion des Tumors fortzusetzen. Wir benötigen tatsächlich alle Zyklen der Chemotherapie,
um das Risiko einer Metastasierung deutlich zu reduzieren. Seitens der lokalen Operation sind wir ganz glücklich. Sie sehen hier mal eine Aufstellung, wie viele Patienten früher amputiert wurden. Und wenn Sie Anfang der 80er Jahre zurückgehen, sehen Sie, dass 80% der Patienten amputiert werden mussten. Das hat sich heute geändert. Unsere Amputationsrate liegt bei unter 10%. Und in der Regel sind das Amputationen, die häufig nicht aus dem Tumor bedingt sind, sondern aus, wir haben es gesehen, Komplikationen unseres Extremitätenerhaltes. Infektion von Prothesen zum Beispiel, typischerweise. Wenn die Behandlung dann korrekt durchgeführt wird, haben die Patienten eine sehr gute Prognose. Sie sehen, das Überleben oder die Heilungschance in dieser noch vergleichsweise älteren Statistik, Anfang der 2000er Jahre von Herrn Bilak publiziert, im Rahmen der COS, also der großen Osteosarkom-Studie der deutschsprachigen Länder. Wenn keine Metastasierung nachgewiesen war, haben wir eine Heilungsrate damals schon von 70% erhalten, heute noch deutlich besser. Selbst wenn eine Metastasierung vorlag, haben die Patienten in 30% immer noch die Chance auf komplette Heilung, wenn es gelingt, die Metastasen zu entfernen. Wovon hängt natürlich jetzt die Prognose ab? Ich möchte Ihnen nur einige Beispiele zeigen. Das hängt zum Beispiel davon ab, wo der Tumor sitzt, ob er zentral sitzt, wo Sie ihn schlecht entfernen können, an der Wirbelsäule oder in der Peripherie sitzt, ob Sie den Knochenrand, den Absetzungsrand tumorfrei bekommen oder ob Sie ihn nicht tumorfrei bekommen. Das Alter, das habe ich Ihnen vorhin gesagt, spielt sicherlich eine Rolle. Die Größe des Tumors an und für sich spielt eine Rolle. Und wichtig ist insbesondere auch, das zeige ich Ihnen aber auch später noch, das Ansprechen auf die Chemotherapie. An diesem Beispiel sehen Sie zum Beispiel zwei Kurven. Die obere Kurve zeigt Ihnen die Extremitätentumoren, die untere Kurve zeigt Ihnen die Tumoren des Achsenskelettes, also der Wirbelsäule und des Beckens, die etwas schlechter sind. In dieser Kurve sehen Sie noch einmal den Vergleich mit einer Lokalisation, dem proximalen Femur, das ist die untere Kurve, versus den anderen Lokalitäten. Sie sehen, dass das proximale Femur etwas schlechter ist. Warum? Das ist schon relativ zentral. In dieser Kurve sehen Sie den Einfluss der Tumorgröße. Größere Tumoren haben eine schlechtere Prognose als kleinere Tumoren. Relativ logisch. Wesentlichster Faktor ist jedoch das Ansprechen auf eine Chemotherapie. Das hat vor vielen Jahren Frau Professor Salzer-Kunczyk in Wien beschrieben, die als Pathologin die Präparate aufgearbeitet hatte. Und Sie haben ja gesehen, die Patienten bekommen alle eine Chemotherapie vor der Operation. Das heißt, man kann dann das Operationspräparat aufarbeiten und kann sehen, wie viel Zellmaterial abgestorben ist. Und Sie sehen die obersten drei Kurven. Ich markiere Ihnen das nochmal. Die oberste Kurve heißt, wir können keine vitalen Tumorzellen mehr nachweisen. In der zweiten Kurve von oben haben wir noch einzelne vitale Tumorzellen und in der dritten Kurve haben wir mehr als 90% Tumornekrose, also weniger als 10% vitaler Tumor. Und das ist die Patientengruppe, die letztlich die beste Prognose hat. Diese drei Kurven, also mehr als 90% Tumornekrose. Deshalb ist für uns die Bestimmung der Tumornekrose ein sehr wichtiger Faktor, den wir auch routinemäßig bei allen Operationsresektaten von den Kollegen der Pathologie durchführen und bestimmen lassen. Ein wichtiger Faktor ist letztlich natürlich auch der Resektionsrand, beziehungsweise hier in diesem Fall die Frage des Lokalrezidives, abhängig davon, ob Sie einen Extremitätenerhalt oder eine Amputation durchführen. Ich hatte Ihnen vorhin erläutert, dass wir weniger als 10% der Patienten heute amputieren müssen. Trotzdem müssen wir den Patienten erzählen, dass mit einer Amputation natürlich der Sicherheitsabstand deutlich größer ist. Das wirkt sich auch in der Rate der Lokalrezidive aus. Nur wenig. Teilweise nicht signifikant. Aber es ist wichtig, dass der Patient das weiß. In der Regel ändert das nichts an der Entscheidung, die Extremität zu erhalten, aber trotzdem ist das eine aufklärungspflichtige Tatsache. Und Sie sehen, dass das Lokalrezidiv vergleichsweise selten auftritt, deutlich unter 10%, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass ein solches Lokalrezidiv auftritt. Das Problem ist dann weniger das Lokalrezidiv als solches, das könnte man und kann man ja in vielen Fällen noch nachoperieren. Das Problem ist, dass es dann meistens simultan zum Auftreten von Lungenmetastasen kommt. Ein Beispiel, das zeige ich Ihnen hier.
ist die Kurve jener Patienten, die ein Lokalrezidiv erlitten hatten. Und Sie sehen, wenn es gelingt, das Lokalrezidiv zu entfernen und vielleicht auch die Lungenmetastasen und die sonstigen Metastasen, die aufgetreten sind, zu resezieren, dann haben diese Patienten eine wirkliche Prognose. Wenn es nicht gelingt, und das sehen Sie leider auch, haben diese Patienten einen so aggressiven Tumor, dass das Überleben für sie wirklich zum Problem wird. Der Tumor ist offensichtlich so aggressiv, dass er immer wieder kommt. Und entsprechend ist das die Gruppe von Patienten mit Lokalrezidiv oder mit dann im späteren Verlauf aufgetretenen Metastasen, die nicht entfernbar sind, die die schlechteste Prognose haben. Insgesamt ist das Osteosarkom jedoch eine Erkrankung, das hoffe ich Ihnen klar machen zu können, die sehr gut heilbar ist. Die erfordert einiges an Mühe, insbesondere den Eltern und den Kindern klarzumachen, wie anstrengend die Therapie ist, aber wie wichtig gerade die Systemtherapie, die Chemotherapie ist. Und wenn das dann auch durchgezogen wird, dann hat man tatsächlich, wenn keine Metastasen vorlagen, eine Heilungschance, die heute nahe an die 80% herangeht. Im Vergleich zu dem, was Sie von früher kennen, 10-20%, eine gewaltige Verbesserung, die wir insbesondere den Kollegen der Kinderonkologie und der Onkologie zu verdanken haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr dazu nachlesen möchten, besuchen Sie unsere Homepage.